Ich bin gleich tot. So, jetzt haben wir die Fernkämpfer schon mal weg. Und die Nahkämpfer auch. Heieieiei, was ist das denn hier? Ich bitte euch, was ist hier? Medizinische Untersuchung oder was? Was wurden jetzt hier mal irgendwann gemacht? Habe ich überhaupt noch Platz? Ich habe noch Platz. Ich habe nur gerade Angst hier, das ist alles. Ich schieb gerade so ein bisschen Panik hier. There's no need to be upset. Das Ding will ich auf jeden Fall haben hier. Ach, das kann ich benutzen. Das ist eine, ist eine Schlafgelegenheit. Ist das geil. Meine. Auch meine. So, lustige Zettel sind hier oben noch. Das heißt, wir werden mal eben schnell die erstmal einmal erlegen hier. Dann werden wir uns hier die Schlafcouch nochmal kurz aufbauen. Und regenerieren erstmal eine Runde. Das brauche ich jetzt gerade. Ich nehme mal den Lautsprecher hier raus. Pack die mal nach hinten. Wenn ich die gleich abbaue, dann ist sie oben gleich in der Quickleiste. Einmal an der Nase kratzen, so. So, das sollen wir erstmal lang, denke ich mal. Zack, da haben wir sie. Ah, die brennendes Fass nehmen wir auch noch mit hier. Das sieht voll interessant aus hier. Wie groß ist denn dieses Gefängnis hier noch? Das ist ja echt Wahnsinn. Das muss auch bald mal zu Ende sein. Oh, da oben sind noch andere Sachen, die man auch noch gebrauchen könnte. Ja, da ist auch noch was drin. Jetzt scheint es aber langsam zum Ende entgegenzugehen hier. Mit dem... So, dann haben wir den. Was ist das hier oben? Das sieht auch noch irgendwie interessant aus. Boah, hier gehen die FPS aber auch gerade in die Knie. Das ist der helle Wahnsinn. Was hast du denn da? Knüppelst du mit einer Zange zu? Oder was soll das hier darstellen? Was kann ich jetzt hier mitmachen? Nichts anscheinend. Prison Control Center, das nehmen wir auch mit. Monitor können wir auch noch einpacken. Kohleautomat ist da oben noch. Ich komme echt vor hier, wie bei Fallout. Das ist echt Wahnsinn, dieses Gefängnis hier. Wer bist du jetzt hier? Ach, tot bist du. Das ist ja sehr schön. Was machen die jetzt da oben? Knallen die jetzt die Vögel ab? Ja, eindeutig. Dann nehme ich mir doch gleich mal die Pixel, die dabei rüber rumkommen hier. Pixel kann man immer mal brauchen. So. Nehmen wir den auch noch mit? Ja, den nehmen wir auch noch mit. Alter, das nimmt ja gar kein Ende hier. Das geht hier ja noch weiter. Habe ich überhaupt noch Platz? Ja, ein bisschen Platz habe ich noch. Sehr schön. Darf jetzt hier nur nicht mehr allzu viel in den Schränken drin sein. Yellow Stimpaks, Pixels habe ich jetzt hier schon wieder. 1500 Pixel. Das schreit eigentlich geradezu nach der Pixelpresse. Dass wir die mal kriegen. Das ist ja Wahnsinn, das Ding hier. Das sind aber alles Sachen, die habe ich schon. Hier haben wir noch ein paar Schränke oder sowas. Die können wir auch noch eben mitnehmen. Eine Heizung. Die habe ich noch nicht. Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Das nimmt ja gar kein Ende. Ich muss erstmal wieder hoch. Stacheldraht.
So, hier können wir hoch. Sehr schön. Alter, das Ding würde ich am liebsten abreißen, komplett und woanders wieder aufbauen. So, was haben wir? Crystal, was kann ich jetzt damit machen? Da habe ich Crystal Blocks. Toll, und damit kann ich machen? Nichts. Wooden Blinds. Okay, das sind anscheinend irgendwelche Fensterläden. Snowball. Oh, das ist ja geil. Iron Bar. Laternenstock. Das ist nett. So, was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde sagen, wir bauen erstmal was. Und zwar möchte ich die Pixelpresse jetzt als erstes bauen. Robotic Crafting Table. Da müssen wir natürlich später was für haben. Robot Legs, Robot Arms. Natürlich auch noch so eine Sache. Aber die Refinery und die... Okay. Gab's denn die? Konnte ich die hier irgendwie machen? Nö. Ging das hier? Robotik. Ne, hier ging das garantiert auch nicht. Ging das denn hier? Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt gerade ging. Cooking Table. Ich hab doch die. Kenn doch die Pixelpresse hier. Wo sind die? Ja. Was ist eine Hardforge? Okay. Holiday Crafting Needs. Haben sie die jetzt rausgepatcht oder was ist hier los? Laterne, bla 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 bla. Das finde ich doch jetzt merkwürdig. Pixel aus Erz, das ist klar, ja. Aber es gab doch mal eine Pixelpresse. Bin ich jetzt total verwirrt? Scheint es nicht mehr zu geben. Forge. Was das nicht alles gibt. Human Spawner, ja, da konnte man sich denn Menschen mit spawnen. Raffinerie? Die scheint es nicht mehr zu geben. Öllaterne, das ist natürlich auch was Nettes. Ich weiß nicht, wo dieses Mistding ist. Vor allem, was man dafür jetzt noch groß brauchte. Ich meine, man brauchte 1500 Pixel und anderen Kram. Ich unterbreche kurz die Aufnahme und informiere mich da eben. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Scheinbar müssen wir das für das Ding erst die Robotic Crafting Table bauen. Wir werden also zusehen, dass wir... Vor allem müssen wir das Ding hier einmal rausreißen. Das nervt ja gerade volle Kanne. Und dann möchte ich hinbauen ihn hier. Das sieht mir nämlich mehr nach Raumschiff aus. So, das heißt, die Robotic Crafting Table ist unser nächstes großes Projekt, was wir hier erstmal angehen. Dafür müssen wir erstmal den ganzen anderen Mist noch bauen für den alten Roboter. Müssen wir mal eben gucken, was wir dafür jetzt noch alles brauchen. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Eisen brauchen, mehr Kohle, mehr von allem. Und die Raffinerie werden wir auf jeden Fall bauen. So soll heißen. Wir werden mal gucken, dass wir... Ah, den möchte ich auch noch haben hier unbedingt. Dann werden wir mal einmal upgraden. Steel Hunting Bow, das ist doch schon mal sehr schön. Robot Legs. Was haben wir denn jetzt schon an Roboterteilen überhaupt? Wir hatten noch gar nichts an Roboterteilen. Wir hatten erst den Brain Extractor gerade gebaut. Ich brauche auf jeden Fall Artificial Brain, um das Artificial Brain zu bauen.
Brauche ich das hier und da brauche ich noch mehr Steel Bars zu. Müssen wir mal gucken. Ich hatte doch hier bestimmt noch Eisen rumfliegen. Da habe ich noch Eisen. Das machen wir mal eben so. Ach, Event Memo. Ja, sehr, sehr schön. Steel Bars haben wir hier noch. Wir haben noch Kohle. Eisen habe ich keins mehr, wie ich gerade mit Schrecken feststellen muss. Soll heißen, wir werden mal eben fix was schmelzen hier. So, machen wir das eben fix. Nee, da habe ich echt kein Eisen mehr. Ja, 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 das ist ja... So. Muss mal eben hier bei meinem Tablet was umstellen. So. Nee, das wollte ich jetzt... Na, egal. So, da haben wir nochmal 6 Eisenbarren, die wir hier eben nochmal rausnehmen. Dann haben wir hier noch Eisen, was eben mal raus kann. Was ich jetzt erstmal mache, ist mir etwas Stahl wieder zusammenschrauben. Die haben wir ja schon. Steel Bar. Da wollen wir mal 6 Stück von machen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Eisen. Und wir werden uns jetzt erstmal zu Hause gleich noch ein unterirdisches Lager ausheben müssen. Ansonsten wird das echt nichts mehr hier. Ich weiß gar nicht, ob man Schilder bauen kann. Kann man Schilder bauen? Ich muss aber eben nochmal eben nachsehen. Ich unterbreche nochmal einmal kurz und bin dann gleich wieder da. So, und da ist er wieder. Leider gibt es nicht selbstbeschriftbare Schilder, was ich gerade festgestellt habe. Sondern es gibt nur, ja, fertige Schilder. So, was ich jetzt hier erstmal baue, ist mir, glaube ich, ein Lagerhaus. Ich weiß jetzt nur noch nicht gerade wo. Das Unterirdische möchte ich das jetzt weniger bauen. Ich muss nur mal eben gucken, wie ich das jetzt mache. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal den Rest vom Feld, können wir eigentlich mal wegnehmen. Habe ich hier noch was, mit dem wir gut bauen können? Ich habe hier noch Wood Planks, habe ich hier noch ein paar. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen Unrefined Wood, werde ich mir jetzt noch drüben besorgen. Und dann werden wir jetzt mal ein Lagerhaus bauen. Ach, guck mal da unten, da vergiften die sich gerade alle gegenseitig. Das ist auch sehr schön. So, erstmal alles wieder umnieten, was hier rumeiert. Beziehungsweise noch nicht mal, was hier rumeiert, sondern was hier einfach so in der wild in der Gegend rumwächst. Also so eine Baumfarm ist schon echt wahnsinnig praktisch. Dann gehen wir uns jetzt gleich mal ein bisschen Lagerhaus bauen. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich das jetzt am besten mache. Ich werde auf jeden Fall Kästen brauchen für Nahrung. Ich werde das nicht so machen wie bei Terraria. Erstmal alles jetzt irgendwo reinstopfen und dann sagen, ich sortiere das irgendwann mal und ich sortiere es dann sowieso nicht. Sondern ich werde jetzt gleich versuchen, da irgendwie eine Sortierung reinzubringen. Zum Beispiel technische Items, Nahrung, Baumaterialien und so weiter und so fort. Wahrscheinlich werde ich mir da diverse Schränke machen müssen für so Untergrundmaterialien wie Sand, Feinsand, keine Ahnung, wie viel 100 Sandsorten das jetzt hier gibt. Eieiei. So. Dann würde ich mein Haus am liebsten etwas technisch aussehen lassen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich habe da schon eine wilde Idee, wie wir das am besten machen. Aber das ist so das Problem mit wilden Ideen. Da hat man immer so viele von. Das ist... Na, guck mal, 600 Holz habe ich ja schon zusammen. Was wollt ihr denn hier? So, geh weg. Leg dich nicht mit mir an, ich habe ein Schwert. Der Kater wieder volle Kanne einfahren lassen. Das, oh, alter Jimmy. Das Problem ist bei Riesenkatern, sie haben auch eine Riesenverdauung. Das ist echt Wahnsinn. Ich muss den irgendwann echt mal vermessen, den Kater, wie lang der jetzt ist.